Möchtest du der Woody Allen Waltrops genannt werden? Nee, weil ich einfach auch keine Adoptivtochter habe, die ich jetzt noch heiraten möchte. Also ich persönlich... Das ist schon eine komische Sache mit Woody Allen, oder? Der ist zweimal erster Klasse freigesprochen. In zwei verschiedenen Verfahren von Richtern, die ihm nicht gewogen waren. Ich sag's nur. Ja, aber ich finde, es sind trotzdem keine guten Rahmenbedingungen für eine Ehe. Ja, aber das kann zweimal freigesprochen zu werden. Also. Aber ich meine, zu zwei Prozessen gehören ja zwei. Ja. Aber es ist aber andererseits auch bestimmt top auf der Hochzeitseinladung. Ich bin raus auf Bewährung. Weißt du, euer Rudi. Ja, der war nicht schlecht. Ist leider ein bisschen untergegangen, tut ja, mir leid. Leider. Das können Sie jetzt unten... Ja, sehr, sehr schade. Da kann man sich ja das nochmal in Zeitlupe... Kann man das eigentlich auf YouTube in Zeitlupe Man kann gucken? Das in Zeitlupe gucken, dann hat es halt keinen Ton. Was aber nicht schlimm ist in dem Fall. Gut, doch. Das ist ja sehr schön. Tut mir leid. Wir machen... Oliver Rosenthal hat ein Buch geschrieben, mit, wo er drauf steht, schrieb, wo er, also auf dem Buch steht eine Art Tagebuch. Der Titel des Buches ist Wie dem auch sei. Englisch wäre Be that as it may. We them to be. Was? Nichts. Nichts, einfach es nichts. Es ist ein Tagebuch, wo er ja im Wesentlichen oder sehr häufig über seine Beziehung mit seinem Mann, Freund, weiß nicht, ob sie verheiratet sind, ist auch wurscht. Fängst du an? Ja, unbedingt. Bitte. Es sind buchstäblich Tagebucheinträge. Sonntag, 27. November 2016. Welch eine Nacht. Morgens im Bett mit einem Mann aufwachen, ist normal. Morgens im Bett mit einem fremden Mann in einer fremden Wohnung aufwachen, das soll gelegentlich vorkommen. Wenn man den Lover dann aber fragt, wo die Toilette sei und er antwortet, weiß ich doch nicht, dachte, das wäre deine Wohnung, dann... dann läuft es definitiv aus dem Ruder. Mittwoch, 7. Dezember 2016. Mein Freund ist aus beruflichen Gründen ein paar Tage verreist. Ich vermisse ihn schon jetzt. Ich kann mir keine Pizza bestellen, denn der Mindestbestellwert wird nicht erreicht. Mittwoch, 4. Januar 2017. Es ist schon merkwürdig. Je älter man wird, desto verschrobener. Im Alltag ertappe ich mich des Öfteren dabei, wie ich mit mir selbst spreche. Und dann lachen wir beide. Donnerstag, 19. Januar 2017. Das Einrichtungshaus IKEA verkauft ja nicht nur Möbel, sondern unter anderem auch Stoffe. Hat man die Textilien zugeschnitten, werden sie einfach gewogen, um den Preis zu ermitteln. Das ist irre praktisch. Allerdings kann der Satz, ich habe gerade 2 Kilo Stoff gekauft, im Alltag zu Missverständnissen führen. Freitag, 20. Januar 2017. Heute war ich kurz in meiner Bankfiliale, um ein paar finanzielle Dinge zu regeln. Da geschah ein Unglück. Direkt vor dem Kundenschalter verlor ich eine meiner Kontaktlinsen. Keiner bewegt sich, rief ich in meiner Panik. Im Nachhinein betrachtet war es nicht meine allerbeste Idee. Dienstag, 24. Januar 2017. Es war mal wieder an der Zeit, einen guten Freund in Hamburg zu besuchen. Stressfrei und gemütlich saß ich im Metronom, also der ICE. Der Fahrkartenkontrolleur betrat nach einiger Zeit den Waggon. Ich sah ihn und rannte weg. Der junge Mann nahm sofort die Verfolgung auf. Wir rannten durch den halben Zug. Im vordersten Wagen angekommen, schrie ich, Erster! Und zeigte ihm mein gültiges Ticket.